Hallo zusammen und herzlich willkommen zum Thema Sattelklemme am Fahrrad ersetzen. Und zwar haben wir hier eine spezielle Situation, weil wir eine Teleskopsattelstütze haben. Die kann man nicht einfach rausnehmen und dann die Sattelklemme ersetzen. Ich möchte euch ganz kurz zeigen, wie ihr da vorgehen müsst, damit die Teleskopsattelstütze dann auch wieder funktioniert und ihr die überhaupt rausbringt. Hier ist es so, wir haben hier die alte Klemme, die war einfach nur mit einer Schraube, nicht mit einem Schnellspanner. Das Problem hier war, die Schraube war ausgerissen, deshalb hat es nicht mehr zusammengezogen und der Sattel hat sich von links nach rechts bewegt. Wir haben uns für einen Schnellspanner entschieden und ich möchte euch ganz kurz zeigen, was ihr machen müsst, damit ihr den Sattel, die Sattelstange rausbringt und dann diesen Schnellspanner montieren könnt. Und zwar haben wir hier ja die Bedienung von dieser Teleskopsattelstütze. Das Problem hier ist, ihr seht es, die Schraube ist hier gerade oberhalb von diesem Teil, respektive unterhalb. Und hier, wenn man mit dem Schlüssel reingeht, geht das recht schlecht, weil dieser von der L-Form genau die Höhe hat, wo es immer ansteht und man dann das nicht wegdrehen kann. Und hier müsst ihr den einfach hochkant nehmen und dann hier schräg runter, dann könnt ihr das Ganze lösen. Dann das Ganze hier nachschieben. Hier unten genau gleich. Wo das Kabel ist, hier nach oben nachschieben und dann habt ihr die Möglichkeit, die Sattelstütze ganz rauszunehmen. Danach natürlich hier die Schraube lösen, dann könnt ihr das nach oben nehmen und hier beim Kabel rausführen. Hier genau gleich beim Einführen wieder die Schraube lösen, dann könnt ihr das hier beim Kabel einführen, oben drauf machen und dann selbstverständlich das Ganze rückwärts. Das heißt, Sattelstütze wieder einführen, das Kabel hier unten diesmal nach unten ziehen, danach hier wieder rausziehen und das Ganze dort, wo es war, wieder montieren. Hier wieder genau gleich mit der Schraube, da es oberhalb liegt, nicht den L so ansetzen, sondern hochkant nehmen und dann von oben leicht schräg das Ganze wieder montieren. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video einen kleinen Einblick verschaffen. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch. Wenn ihr immer wieder Hilfestellungen haben möchtet, Haus und Bikes, könnt ihr gerne meinen Kanal abonnieren. Sonst wünsche ich euch viel Spaß beim Austauschen oder Reparieren eures Sattelklemme. Schönen Tag wünsche ich euch.